Der Dalai Lama ist, der ist ja immer technisch interessiert gewesen, das ist bekannt. Den interessiert technisch-naturwissenschaftliche Überlegungen wahnsinnig nicht. Und ich habe gelernt, dass der Buddhismus eine sehr klare logische Konstruktion hat. Mhm. Und dass es wirklich um Argument geht und nicht um, wie es oft im Westen dargestellt wird, um irgendeine mystische Verschleierung. Mhm. Es gibt dort genauso einen Idealismus, es gibt einen Materialismus und so weiter. Es gibt verschiedene Strömungen, so wie bei uns. Das ist hochinteressant.